Ich finde auch diese Begrifflichkeiten von ja, taktischen Nuklearwaffen und sowas, ne, das ist also, ja, entweder das passiert oder das passiert nicht. Und wenn es passiert, dann hat es weitreichendere Konsequenzen. Was ist eigentlich das Institut für den Donauraum und Mitteleuropa? Heutzutage unsere Aufgabe, so ein bisschen Demokratie in Mitteleuropa bewahren, denn da gibt es ja so einige Herausforderungen. Die Erweiterung des Westbalkans tatsächlich vollenden und ganz neu, ich habe immer gesagt, so die österreichische Nachbarschaft in der europäischen Nachbarschaft nicht in Vergessenheit geraten lassen und jetzt aber eben tatsächlich Erweiterung, weil Republik Moldau Ukraine auch zum Donauraum gehört. Sämtliche Aktivitäten basieren auf den Prinzipien der liberalen Demokratie. Jetzt haben wir aber in Europa ein bisschen ein Problem, denn wie geht man in Zeiten damit um, wenn in unserem direkten Nachbarland Ungarn wir eine illiberale Demokratie haben, wie es sogar Viktor Orban selbst 2014 tituliert hat? Es gibt keine illiberale Demokratie, weil entweder bin ich eine Demokratie oder nicht. Wenn wir das aufhören, dann fällt der erste Dominostein und dann werden weitere fallen. Und das ist die Herausforderung in unserem Raum. Nicht zuletzt hat ja Österreich gerade so einen Graben geöffnet mit dem Schengen-Veto gegen Rumänien und Bulgarien. Ich glaube, ich kann jetzt so ein bisschen besser die Beweggründe nachvollziehen, aber das ist maximal unglücklich kommuniziert worden. Ich glaube, dass da ein Schengen-Veto gegenüber Rumänien und Bulgarien, wobei man aber gleichzeitig Kroatien aufnimmt, nicht hilfreich ist für die europäische Integration. Ein Jahr Krieg in Europa, wie man es eigentlich nicht mehr für möglich gehalten hat, und kein Ende in Sicht. Wie sehen Sie als IDM diese Entwicklung und wie kann es in diesem Krieg Ihrer Meinung nach weitergehen? Ist so ein Szenario mit einer militärischen Niederlage Russlands realistisch? Ich halte das tatsächlich für die wahrscheinlichste Entwicklung, weil ich davon ausgehe, dass hier tatsächlich die Ukraine diesen Krieg gewinnen wird. Und ich glaube nicht, dass es zu großartigen Eroberungen bis hin zur Krim realistisch vielleicht kommen würde, wobei ich das auch nicht ausschließen sollte. Aber ich glaube, dass die Ukraine diesen Krieg gewinnen wird. Und dass das dann natürlich massive Konsequenzen in der Russischen Föderation, die dann so nicht mehr bestehen wird, haben wird.